smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Hallo, ich bin der Alois, komme aus St. Pölten und suche eine tolle Frau. Wie stellen Sie sich das vor? Wie soll sich das dann nach der Ausstrahlung abspielen? Es war halt schön, wenn Sie vorbeischauen mit Besuchen, weil dann würde ich gleich die Chemie feststellen oder sehen und die Haarfarbe und die Stimme. Die sollen alle zu Ihnen kommen, die Damen? Das ist ja nicht so, dass sie alle kommen werden. Das wäre Überschwemmung bei meinem Haus. Warum wollen Sie sich nicht auf neutralem Boden zum ersten Date treffen, Alois, mit den Damen? Ja, dann sehen Sie gleich, wo ich wohne und wie das Haus ist und alles. Und kann man ein bisschen spazieren gehen, meine Bäume anschauen und alles. Und ist ja besser so, oder? Ja, es wäre auch schön, wenn sich vielleicht eine Witwe von 50 aufwärts, sagen wir so, meldet. Gibt es ja genug mit 52, 54 oder 56 Jahren. Und die würde auch passen, sagen wir, nur wenn ich muss einmal sehen und muss einmal Gespräch haben und so. Wie alt sind denn Sie? Naja, ich habe einen Runden gehabt vor 2 Jahren. Sagen selber welchen, nicht, dass ich ins Fettnäpfchen tapp. Muss ich das jetzt sagen, wie alt ich bin? Wie Sie wollen. Ich habe in 7er schon jetzt. In 7er und in 0 und ein bisschen plus. Sie sind also 72. Richtig. Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow, you'll see the sun come shining through for you. Wie würden Sie sich das Äußere bei der Frau wünschen? Naja, schon gepflegt, auf jeden Fall. Also, sie darf sich die Lippen ausstreichen, wenn sie so da, wenn sie sich schminken will. Aber sie muss nicht immer gestellt sein. Das brauche ich, das muss ich nicht haben. So Etipetete. Das muss passen. Das ist wie ein Magnet ist das. Wenn ich das erste Mal sehe, das muss, bumm, das muss, zack. Genau, das war das. Das war das. So 1,70 Meter circa. Soll ich schon haben, weil ich bin 1,82 bin ich. Und ja, dunkle Haare möchte ich auch ganz gern. Aber ist ja kein Problem in der heutigen Zeit, die kann man ja färben auch. Und schon eine fröhliche Figur sollte schon haben noch. Da gibt es ja Unterschiede, ne? Ja, sicher gibt es was Eckiges sind oder was keine so Figur hat, was ein Bauch hat. Das sollte halt schon im Rahmen sein, sagen wir so. Man darf ja da nicht beleidigen, das ist ja das. Das will ich ja gar nicht. Jetzt dein Fernsehen, ne? Ja, was glaubst du? Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile. Just smile. Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow, you'll see the sun come shining through. Es wäre auch gut, wenn sie christlich ist. Ich bin Pfarrkirchenrat. Was ist, wenn die neue Frau nicht gläubig ist? Naja, es wäre auch nicht so tragisch für mich, aber es wäre schon besser für mich, wenn sie bei mir immer dabei ist. Ist mir schon lieber. Kann der Glaube auch Trost sein in schwierigen Situationen? Ja. Habe ich damals gebraucht bei meiner Frau, als gestorben ist. Schwere Zeit war das.
Es ist schon 13 Jahre jetzt wieder her. Vergessen wir es nie in meinem Leben. Ist in den letzten 13 Jahren eine Frau in ihr Leben getreten, wo sie sich gedacht haben, da lohnt es sich, wieder eine Beziehung zu beginnen? Ehrlich gesagt, ich habe da gar nicht so einen Druck gemacht oder geschaut darauf. Wenn sie das ergeben hätte, hätte sie es ergeben, aber ich habe da gar nicht darauf geachtet, sagen wir so. Spüren Sie jetzt, dass es Zeit ist, wieder das Herz zu verlieren? Ja, zu zweit ist es weit schöner als wie alleine. Und das ist ganz was anderes. Jeder Mensch hat einen Vogel. Was ist also Ihr Vogel, Alois? Ich hoffe, dass ich keinen Vogel habe. Weil da fahre ich auf Schönbrunn runter. Da sehe ich Vögel genug.